siempre dejan algo atrás. Hey Leute, Topper hier. Und wie von mir Anfang der Woche erhofft, haut Ubisoft noch diese Woche den ersten Operator-Teaser zu Operation Velvet Shell raus. Den habt ihr gerade gesehen, den seht ihr gerade nochmal. Und ich möchte mit euch jetzt anhand von drei Bildern den ganzen Teaser mal kurz durchgehen und gucken, was wir da so drinne sehen. Vorneweg, der neue Operator hört auf den Spitznamen Chakal. Den kompletten richtigen Namen möchte ich jetzt nicht aussprechen, weil da werde ich mich nur blamieren. Könnt ihr unten in der Videobeschreibung nachlesen. Aber jetzt fangen wir an mit dem ersten Bild. Und da sehen wir Chakal, wie er am Haupteingang der Map Coastline ins Gebäude reingeht. Und warum zeige ich euch dieses Bild? Nein, nicht um den schönen Haupteingang zu betrachten. Mir geht es mehr darum, dass dieses Bild damit schon signalisiert, dass Chakal sehr wahrscheinlich der Angriffsoperator zu Operation Velvet sein wird. Weil warum sollte ein Verteidiger ins Gebäude reingehen von draußen? Macht absolut keinen Sinn. Und damit weiter zum nächsten Bild. Und da sehen wir Chakal von vorne, wie er sich gerade bereit macht, seine Spezialfähigkeit einzusetzen, die ihr eben gesehen habt. Nämlich das Fußabdrücke erkennen. Und das Interessante, was wir hier sehen, ist schon, er kann dieses Gerät, was er auf dem Kopf dazu trägt, ein- und ausschalten. Das ist jetzt wieder eine Frage, wie lange kann dieses Gerät an- bzw. aus sein und lädt es sich wieder auf. Ich vergleiche das gerade so ein bisschen mit der Fähigkeit von Kavera. Die kann ja auch in diesen Schleichmodus nur eine gewisse Zeit, dann muss sie da raus. Und warum ich das noch damit vergleiche ist, er hat hier in diesem Teaser eine Pistole in der Hand. Und ich könnte mir vorstellen, dass es ähnlich wie bei Kavera dann funktioniert, dass er, wenn er die Fußabdrücke der Gegner sieht, dass er dann nur eine Pistole in der Hand haben kann. Ist ja auch genau dasselbe wie bei IQ, wenn sie ihren Detektor einsetzt, um elektronische Geräte zu finden. So eine Kavera-IQ-Mischung würde auf jeden Fall Sinn ergeben, wenn man sich die Bilder so anguckt. Außerdem seht ihr schon, sie hinterlassen immer einen Abdruck, sagt er auf Spanisch. Das Ganze sehen wir dann im nächsten Screenshot. Und wie das halt immer so ist bei Teasern und Trailern, da muss immer alles so schön aussehen und geordnet aussehen. Wir haben hier jetzt eine Fußspur, die von einem in den anderen Raum führt. Nur überlege ich jetzt, wenn wir 45 Sekunden Vorbereitungsphase haben und die Operator von der Verteidigung schon durch das ganze Gebäude rennen können und da überall Fußspuren dann auf dem Boden sind, wie sieht der Boden dann aus? Also bestimmt nicht so ordentlich, wie wir es jetzt hier gerade sehen auf dem Screenshot. Und deswegen ist halt die Frage, wie lange kann er Fußspuren sehen? Beziehungsweise, wann müssen sie erzeugt worden sein, damit er sie noch sehen kann? 10 Sekunden vorher, 15 Sekunden vorher, 20 Sekunden vorher. Ich denke mal, es wird eine gewisse Zeitspanne geben, weil anders kann ich das gar nicht umsetzbar sehen. Und anders macht es auch einfach keinen Sinn, anders wäre er halt gar kein guter Operator. Denn wenn ein Roma schon vor 2 Minuten an dieser Stelle war und er sieht die Fußabdrücke, wird Chakal nur auf falsche Fährten gelockt. Und das macht ganz klar gar keinen Sinn. Wie lange er es jetzt tatsächlich kann, da müssen wir noch abwarten. Das werden wir dann bei dem Demo-Gameplay rausfinden. Was ich auch noch interessant finde ist, vielleicht haben die Verteidiger unterschiedliche Schuhabdrücke. Weil das wäre was, schon ein bisschen fortgeschritteneres Gameplay mit Chakal, wenn man anhand der Fußabdrücke schon den Gegner erkennen könnte, der da am Roam ist. Weil das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, ob es Kavera ist zum Beispiel, da spielt es zum Beispiel die größte Rolle, denke ich mal. Oder halt, ob es ein Jäger ist, Geschwindigkeit der Operator, Waffen, das spielt alles eine Rolle. Als Fazit bleibt zu sagen, eine sehr interessante Fähigkeit, vor allen Dingen gegen Roma sehr gut einsetzbar. Ich bin echt mal gespannt, wie das Spiel verändern wird, wie Chakal Einfluss aufs Spiel nehmen wird. Das alles werden wir dann rausfinden, wenn wir unsere Hände an ihm bekommen. Jetzt möchte ich aber noch ein bisschen zum Loadout von Chakal kommen. Das ist nämlich auch schon präsentiert worden. Zunächst einmal die Waffe vom Thumbnail. Das ist eine C7E, eine Abwandlung des klassischen M4-Gewehrs. Ich denke mal, es wird auch 31 Schuss haben, denn Buck hat mit der C8 auch eine Abwandlung des M4-Gewehrs, die kanadische Abwandlung, und er hat auch 31 Schuss in seiner Waffe. Zudem hat Chakal noch eine PDW-9,
Da habe ich mal ein bisschen gegoogelt. Es gibt unterschiedliche Ergebnisse. Müssen wir abwarten, was Ubisoft uns da präsentiert. Sowie eine ITA S12 Pistole. Da findet man bei Google gar nichts. Also das wird wahrscheinlich ein erfundener Name von Ubisoft sein. Und eine USP 40. Die haben wir eben gesehen, die Pistole, mit der er rumgelaufen ist, während er seine Spezialfähigkeit aktiviert hatte. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, ich habe euch unten den Blogpost von Ubisoft zu Chacal in der Videobeschreibung verlinkt. Da könnt ihr nochmal die Waffen nachlesen. Und da gibt es auch immer so eine kleine erfundene Hintergrundgeschichte zu jedem Operator, bei jedem DLC. So auch hier bei Chacal. Aber jetzt ist eure Meinung gefragt nach den ersten Bildern von Chacal. Was haltet ihr von ihm? Findet ihr ihn gut oder schlecht? Was haltet ihr vor allen Dingen von der Spezialfähigkeit? Wird sie das Spiel massiv beeinflussen oder wird er keinen großen Einfluss auf das Spiel haben? Ich bin auf eure Meinungen gespannt. Wie immer, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Wenn du noch nicht hast, abonniert den Kanal auf jeden Fall. Denn es kommt noch ein zweiter Operator-Teaser und den willst du definitiv nicht verpassen. Den werde ich nämlich genauso wieder auseinandernehmen und euch vorstellen. Aber jetzt sage ich, haut da rein, bis zum nächsten Mal, euer Topper.